Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Ich muss dir was Tolles erzählen. Weißt du, was ich entdeckt habe? In der Bibel gibt es Geschichten, in denen Esel ganz wichtig sind. Du meinst Esel, so wie du einer bist? Na klar, Esel so wie ich. Als Jesus geboren wurde, da war doch ein Esel im Stall, oder? Ganz sicher. Und der Esel hat natürlich gleich als erster mitbekommen, dass etwas ganz Besonderes passiert ist, nämlich die Geburt von Jesus. An welche Geschichte denkst du gerade? An eine, in der ein Esel ganz wichtig ist. Und warum? Weil Jesus sich einen Esel gewünscht hat. Das ist Jesus. Jesus ist unterwegs mit seinen Freunden. Sie laufen nach Jerusalem. Kurz vor Jerusalem bleibt Jesus stehen. Er spricht zu seinen Freunden. Geht in den Ort vor uns. Dort findet ihr einen jungen Esel. Bindet den Esel los und bringt ihn mit. Sagt, dass der Esel für mich ist. Wir bringen ihn bald wieder zurück. Die Freunde machen sich auf den Weg. Sie finden den Esel und nehmen ihn mit. Jesus setzt sich auf den Esel. Gemeinsam laufen sie nach Jerusalem. Viele Menschen sind auf der Straße. Die Menschen hören, dass Jesus kommt. Sie stellen sich an den Wegrand. Die Menschen sind aufgeregt. Sie haben schon viel von Jesus gehört. Er kann kranke Menschen gesund machen. Sie hoffen, dass er der neue König wird. Jetzt kommt Jesus bei ihnen an. Die Menschen nehmen ihre Mäntel und legen sie auf den Weg. Sie wollen, dass der neue König über einen schönen Teppich reiten kann. Andere Menschen schneiden grüne Zweige von den Bäumen ab. Sie legen sie auf die Straße. Sie wollen Jesus zeigen, dass er der Beste ist. Jesus reitet zwischen den Menschen hindurch. Die Menschen jubeln und rufen: Hosanna, das ist der König, den Gott uns schickt. Jesus steigt vom Esel ab und er bleibt noch den ganzen Tag bei den Menschen. Freddy, das ist wirklich eine besondere Geschichte. Jesus ist auf einem Esel nach Jerusalem geritten, nicht auf einem großen Pferd. Jesus hat sich einen Esel ausgesucht, weil Esel sehr schwere Lasten tragen können. Das können Esel richtig gut. Besser als die Pferde? Ja, das können wir besser. Wir sind zwar nicht so schnell wie die Pferde, aber dafür können wir Lasten tragen. Ah, ich verstehe. Jesus ist gekommen, um unsere Lasten zu tragen. Und Lasten haben wir genug. Gerade kann ich nicht in die Jungschar und wenn sich meine Eltern Sorgen machen, geht es mir auch nicht gut. Genau, was mich traurig macht und wovor ich Angst habe, das bringe ich zu Jesus. Dann wird es mir wieder leichter und ich kann wieder froh sein. Ja, ich bete zu Jesus und sage ihm, was mir gerade Sorgen macht. Jesus hört mir zu, versteht mich und hilft mir tragen. Guter Gott, danke, dass ich dir alles sagen darf. Ob es mir gut geht und ich mich über etwas freuen kann, aber auch, wenn es mir einmal nicht so gut geht, ich traurig bin oder vor etwas Angst habe. Bitte hilf mir dabei, dass ich dir das öfter sagen kann. Danke, dass du gut bist, mich lieb hast und meine Last trägst. Amen.